heißt, wir können jetzt in die Mine. So, wir können unsere ersten Pastinaken ernten. Erreiche Hofarbeit Stufe 1 und stelle eine Vogelscheuche hin. Jawoll. Baue einen Hühnerstall. Yippie. Wir haben Geld gekriegt. Yippie. Hier unten haben wir jetzt unsere ganzen Pastinaken. Einige haben einen Stern, die sind halt besser von der Qualität. Können wir die jetzt verkaufen? Damit dann wieder Gewinn erzielen und wieder neue Pastinaken kaufen. Jetzt haben wir uns das erste Mal geerntet. Nächste Aufgabe, wir sollen einen Hühnerstall bauen, um Hühner zu kaufen. Oder, ne, um Hühner halten zu können. Und Hofarbeit Stufe 1. So kann man... Ja. Hofarbeit da. 1. Ach, bekomme ich wahrscheinlich dann nächsten Tag. Das wird immer zum einen Tag später dann immer erhöht. So, was haben wir hier? Gerne, ich hätte so gerne eine Joja-Cola. Bitte kommen damit bei mir vorbei. Elliot. Ja. So ist es noch. Wir könnten das jetzt gleich bei verkaufen. Direkt. Okay. Könnten wir. Mal gucken, wie viel die Robin für einen Hühnerstall wollte. Ja, jetzt. Gehen wir erstmal zu Robin hin. Aber das müsst ihr gleich auch aufmachen. Ja, sie hat auf. Hallo. Laden. Holzstab. Ah, ja, genau. Wir können bei ihr auch Sachen. Werkbank. Sachen. Kaufen. Hofgebäude errichten. So, hier haben wir einen Hühnerstall. 4.300 Holz, 100 Stein. Okay. 4.000 Münzen. 300 Holz und 100 Steine brauchen. Naja. Das müssen wir alles quasi selber stemmen. Damit wir das... Sagen. Wählen wir mal ein paar Bäume. Damit wir... Mehr Holz bekommen. Ach. Zack. Münzen. Gegossen haben wir ja schon. Jetzt können wir unsere Energie darin verschwenden, erstmal Holz zu sammeln. Und Steine. Dann Zapfen kann man einpflanzen. Wachsen neue Bäume. Genauso wie Lindensamen und Birken. Eiche? Eiche. Und das dauert am Anfang immer so, bis man irgendwann den Baum gefällt hat. Haben 73. Die Steine haben wir 69. 300. Ui. Müssen wir noch eine Weile für Rabotten. Na gut. Wer das eine will, muss das andere lieben. Dann verkaufen wir mal unsere ersten Pastinaken und kaufen uns gleich noch mal ein paar Samen.
Ja, jetzt können wir's. Denn derzeit ist auch immer die Zeit angehalten. Oh, hallo. Er ist traurig, der Lul. Was für ein Schandfleck. Das ist das Gemeinschaftszentrum von Pelikan. Oder was davon übrig ist, zumindest. Es war mal der Stolz und die Freude der Stadt, immer gut besucht. Jetzt schau es dir einfach an. Es ist eine Schande. Heutzutage wollen die jungen Leute lieber vor ihren Fernseher sitzen, als sich mit der Gemeinde zu beschäftigen. Wow! Wie heute. Aber lassen wir das. Ich klinge wie ein alter Trottel. Der Joja-Konzern drängt mich schon länger, dieses Stück Land an sie zu verkaufen, damit sie ein Lagerhaus daraus machen können. Die Stadt könnte das Geld gebrauchen, aber irgendetwas hält mich davon ab, es zu verkaufen. Ältere Menschen wie ich hängen eben an Relikten der Vergangenheit. Wie dem auch sei, wenn sich noch irgendeiner je eine Mitgliedschaft im Joja-Konzern holt, werde ich es einfach verkaufen. Und das sind quasi, wie, also ich werde es bei den Teufel tun, ich werde das Ding wieder aufbauen, weil es lohnt sich. Es lohnt sich einfach doppelt und dreifach. Hier, lass uns reingehen. Rein. Was ist das? Vincent und Jas müssen hier gespielt haben. Sogar noch verwahrloster aus, als ich dachte. Junimo! Was? Nur wir sehen sie. Was ist los? Ist schlecht? Nicht zu sehen. Hast du etwas gesehen? Es würde mich nicht überraschen, wenn dieser Ort voller Ratten ist. Da, schon wieder! Ist nicht zu sehen. Ich mache mir Sorgen um dich, Ilva. Hör zu, ich gehe nach Hause. Brauche etwas Mittagessen. Wir haben aber was gesehen. Manu. Hey, ich lasse diesen Ort von jetzt an einfach gehören. Vielleicht kannst du helfen, die ein oder andere Ratte zu fangen, wenn du zu viel Zeit übrig hast. Nö, das nicht, aber wir können anderes damit. Merkwürdig. Ich muss später zurückkommen und dieses Gebäude genauer unter die Lupe nehmen. Nächste Aufgabe? Untersuche das Gemeinschaftszentrum. Gehen wir mal rein. Mal ein wenig. Und all diese Räume, so viel kann ich schon mal sagen, haben unterschiedliche Aufgaben. Müssen wir zum Beispiel Sachen abgeben, um Sachen zu verbessern? Und damit das Ganze halt auch wieder hübsch aussieht. Junimo. Das können wir halt noch gar nicht lesen. Dafür brauchen wir eine spezielle Formel, die wir aber auch noch finden werden. Noch ein Zettel. Wir könnten den aufsammeln. Egal. Und in jedem Raum ist jetzt hier so. Ein spezielle Aufgaben, die wir erfüllen müssen. Und dadurch wird halt der Raum und auch das gesamte Gemeindezentrum wieder wunderschön.
dauert seine Zeit, aber es lohnt sich. Dadurch bekommt man ein Gewächshaus zum Sachen werden fertiggestellt. Ich habe gerade einen Blick in diesen alten Minenschacht geworfen. Er ist seit Jahrzehnten verlassen. Trotzdem denke ich, dass es dort unten noch gutes Erz gibt. Aber ein dunkler Ort, ungestört für so lange Zeit, befürchte, Erze sind nicht das Einzige, das du dort finden wirst. Das ist richtig. Hier, nimm das, du wirst es brauchen. Ein Schwert! Du erhältst ein rostiges Schwert. Mein Name ist übrigens Marlon. Ich leite die Abenteuergilde da draußen. Ich werde dich im Auge behalten. Beweise dich und ich werde mir überlegen, dich aufzunehmen. Okay. Machen wir. Ich werde die mal umsortieren, weil... Wir jetzt das Schwert auf der 1 haben, können wir halt schnell 1 über die Zahlen. Die Brücke hier wird repariert, zum Beispiel, wenn wir diese auf. Wechshaus wird gemacht. Der Zugang zu Küste wird erledigt. Doch, alle sind von, also wir haben eine sofortige Freundschaftserhöhung von allen. Das war mit dabei. Das sind ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen, die sich echt lohnen. Bei uns beeilen. Ich glaube, das ist schon sehr zu spät. Ansonsten müssen wir noch Sachen verkaufen. So. Wir müssen noch mal ein paar Pastinaken. 15. Ja. Wenn wir die noch einpflanzen. Haben wir schon mal ein bisschen Plus gemacht. Pflanzen wir die noch ein. Sprießen die noch heute. Offen. Auf. So. Erledigt. Und dann klopfen wir noch Beine. Hatten. Ja, dann jetzt 72. 74. Schön. Noch eine Geode. Yippie. Oh. Komm schon. Hui. Das war eine falsche Taste. Gleich 30. So. 100 Steine haben wir schon fertig. Die
Die bringen wir dann auch Robin hoch. Die baut uns dann ein Hühner. Eine Bocki-Bock-Box. Und wir hier noch weg. Komm schon. Ab. Haben wir wieder einen eins. Später können wir dann auch die jeweiligen Listen farblich umändern können oder könnten wir jetzt schon, damit wir es auseinander. War so lang. So, noch mal. Und die Mine. Ach ja. Aber auch erst dann, wenn wir wirklich Zack haben. Das ist wirklich. Ui, hier ist aber ja heute voll. Ja, yeah, okay. Ah, und jetzt sind hier auch die. Hier ist zumindest schon mal der Sam. Hi, ich bin Sam. Nett, dich kennenzulernen. So, wen haben wir noch? Einen fehlt. Einer fehlt noch. Ein einziger. Wer ist denn das? Hayley? Hayley. Wir brauchen noch Hayley. Wo ist die? Wo ist diese Hayley? Hätten wir es. Müssen noch Hayley finden. Dann haben wir die Quest auch schon. Ach so. Ja, genau. Mini-Stein verhindert, dass wir darüber steigen können. Elira. Da gehen Robin und Petri. Gehen alle zu Bett. Gehen wir jetzt. Finden wir morgen bestimmt auch noch Bailey und dann haben wir allen im Dorf Hallo gesagt. Gehen ins Bett. Hofarbeitsstufe 1. Hackeneffekt. Geht und eine Vogelscheuche. Und Standard. Thank you.